Na, Sefo, wir sind jetzt hier in Kopenhagen. Wie kommst du so bis nach Kopenhagen gekommen? Ja, es ist eine wunderschöne Stadt. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich in Kopenhagen bin, respektive in Skandinavien. Und es ist schön, wenn man so gute Leute wie dich trifft. Danke. Das macht immer gut Spaß, ja. Und ich bin auch ein bisschen aus familiären Gründen da. Und ja, ich genieße jetzt meine Ferien hier. Schön. Ein paar Tage. Schön. Du bist ja auch Ehrenbürger von Gostivach in Makedonien, ja? Ja, genau. Ja? Ja, das ist natürlich eine große Ehre für mich. Und mein Bruder ist auch am gleichen Jahr, im gleichen Bürgermeister als Ehrenbürger von dieser Stadt geehrt worden. Und ja, ich denke, das ist ein riesen Respekt für mich und für meinen Bruder. Und, ja, und wir genießen auch diesen Respekt, ja. Wie kommt das, dass Goste war? Weil ihr kommt ja ursprünglich aus Albanien eigentlich, ja? Ja, also wir kommen ursprünglich aus einem albanischen Viertel in Mazedonien. Ah, okay. Und dort sind über 90% der Bevölkerung Albaner. Und der Bürgermeister ist auch Albaner. Und er hat unsere Leistungen und respektive unsere sportlichen Erfolge anerkannt. Und er ist der Meinung gewesen, dass wir das auch verdienen. Ja. Weil wir machen auch viel für unser Volk. Schön. Und wir schätzen das auch. Ja. Herrlich. Und wann können wir warten, dich wieder im Ring so genießen zu sehen? Ja, es ist im Februar zu erwarten. Spätestens am 30. März in der Schweiz wieder. Eigentlich sollte ich am 1. Dezember in der Schweiz boxen, im Grand Casino Basel. Es stand alles fest und vier Tage vorher wurde mir der Kampf nicht bewilligt. Vom respektive der Gegner hatte eine Startgenehmigung, ich auch, von meinem Verband. Aber der Swiss Boxing Präsident vom Profi Boxverband wollte meinen Kampf nicht bewilligen. Er war der Meinung, dass der Gegner zu schwach war. Und wo stand der Gegner? Der Gegner war im Ranking vor mir. Eigentlich ein guter Mann. Er hat gesagt, ja, der Gegner ist nur so aufgebaut, aber ist gar nicht so stark. Und er wollte im Prinzip nur verhindern, dass ich nicht boxen darf. Und, schade. Das ist schade, ja. Bist du dann aus dem Swiss-Boxverband ausgetreten? Ja, natürlich. Ich will gar nichts zu tun haben mit diesem Verband. Und wo bist du jetzt Mitglied? Ja, ich bin bei BDB. Und Glückwunsch. Ja, danke. Zufrieden, ja. So kann ich boxen, wo ich will. Und nicht solche Theater wie Swiss Boxen. Das macht, obwohl ich für dieses Land jahrelang geboxt habe. Ich war viermal Schweizer Meister. Ich habe fast alle meine Kämpfe durch K.O. gewonnen in der Schweiz. Ich war auch Deutsch-Schweizer, italienischer Meister in der Schweiz. Und dass ich das nicht anerkenne und mich nicht boxen lasse, das ist wahnsinnig. Ja. Das macht mich richtig sauer. Ja. Kann man verstehen. Aber kriegst du sicherlich so recht mit einer deutschen Boxverband. Ja, jetzt habe ich. Dann wird schon klappen. Das klappt schon auch. Ja, ich habe auch gute Leute um mich herum. Und wir sind auch mit EZ Boxen, mit der Rolzschellern, sind wir gut in Verbindungen. Und perfekt. Wir haben auch gute Beziehungen. Und herrlich. Ich hoffe, das kommt nur positiv. Vielleicht im Februar bei einer ECB-Veranstaltung. Ja, ich bin von Natur aus stark und ich. Mit mehr Training, mehr Leistung, ich denke, ich kann viel mehr erreichen. Ja. Super, dann hoffe ich, dass alles gut klappt hier. Dann sind danke wir gleich dir, im Ring sehen. Ja. Okay, danke sehr. Danke. Danke.